Moin Leute! Lange haben wir nichts mehr von ihm gehört. Lange war es sehr still um ihn. Aber jetzt ist er wieder da und schlägt wieder zu. Der Twitter-Teufel, aka Julenko. Es ist mal wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich habe mal wieder ein bisschen gesammelt, ja. Und Julenko, der selbsternannte Twitter-Teufel, das hat er bestimmt selber gesagt, der hat mal wieder einige schöne Tweets rausgehauen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten kann. Weil, ich weiß nicht, der Junge irgendwie... Irgendwas hat er. Er verzaubert mich immer wieder aufs Neue. Und seine geistigen Ergüsse. Scheiß auf Kant, scheiß auf Brecht, nein. Julenko, ein Mann von Welt. Seine besten Tweets aus der letzten Zeit, bitteschön. Leute, ich will ehrlich zu euch sein. Ich sitze gerade auf Toilette. Danke für diese überaus wichtige Information. Wenn mir jemand sagen würde, dass ein Tweet 2300 Likes bekommen hat, dann würde ich auf jeden Fall an sowas denken. Ich meine, das sind doch die Informationen, die man braucht auf Twitter. Nicht anderer komischer Scheiß Zeug, was da gepostet wird. Nein, ich möchte bitte so ein ganzes Tagebuch haben. Wann, wo, wie, welche Konsistenz. Oder bitte nicht, Julenko, weil es ist ihm wirklich zuzutrauen. Bitte mach's nicht. Nein. Ein Retweet. Ist das dein Ernst? Erst Blinddarmentzündung und jetzt haufenweise Süßigkeiten? Kommt nicht mehr vor. Ja, das glaube ich dir gern, Julenko. Denn das geht ja auch schlecht. Ohne Blinddarm, wenn er jetzt schon raus ist. Julenko hat übrigens ein Video nach der OP gemacht, also im Krankenhaus. Ja, also wer kennt's nicht? Man wacht auf nach der Narkose, völlig fettig operiert worden und denkt sich so, boah, jetzt erstmal ein YouTube-Video machen, Mensch. Aber wie sagte schon Mr. Trashpack? Wie sagte denn eigentlich Mr. Trashpack? Ist okay, Privatleben geht vor, aber bringt halt kein Geld. Ja, und deshalb das Video, weil das hatte echt gut Klicks, von daher. Man könnte eigentlich als YouTuber überlegen, einfach sich nochmal operieren zu lassen für Klicks. Man kann sich auch irgendwie neuen Blinddarm wieder einsetzen und nochmal raus und so. Oder Mandeln, es gibt ja viele Möglichkeiten. Also, Julenko, ne? Bedien dich. Kann man in Ungarn nicht auch Nieren kaufen? Ein Typ zu mir, können wir ein Foto machen? Ich? Ja klar, hatte aber eine OP. Ich muss leider dabei sitzen. Er? Ich weiß, Diggi, Promi-Flash, dies, das. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Julenko was gemeinsam habe. Wir beiden Männer von Welt, gemeinsam auf Promi-Flash irgendwann mal erwähnt worden. Ich fühle mich wichtig, ja, danke schön, danke. Julenko, wenn du hier von Mann zu Mann als öffentliche, wichtige Menschen von Promi-Flash mal was machen möchtest, ruf an. Twitter oder ICQ oder Knuddels oder irgendwie so. Like, wenn du auch keine Kapern magst. Like auch, wenn du den Tweet nicht als sinnvoll ansiehst. Clever gemacht, Julenko. Man deckt einfach beide Seiten seiner Follower ab. Die Leute, die keine Kapern mögen, das sind wahrscheinlich so 3% seiner Follower, weil die anderen 97 gar nicht wissen, was das ist. Deshalb auch noch vielleicht das Bild dazu. Und die, die den Tweet unnötig fanden, aber das trotzdem unglaublich lustig fanden. Aha! Ja, ich hab doch gesagt, der Mann ist das Buch böse, ja? Und dazu noch ein Marketinggenie. Ich meine, wer schafft es sonst mit Kapern auf Twitter sechsstelligen Traffic zu erzeugen? Nur Julenko, der Fuchs. Ich sollte mir eine Scheibe von ihm abschneiden. Man kann doch viel von diesem Jungen lernen. Ey du, alles Banane? Banane-Emoji. Ja, und ein weiterer kreativer Auswurf aus Julenkos Gehirn. Ich weiß nicht, was der nimmt. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Das kann vielleicht sein im Zuge seiner Operation, ne? Also man ist ja danach auch immer noch auf Schmerzmittel und Narkose und allem. Also vielleicht hat das irgendwie Einwirkung. Gibt es Studien dazu? Also da kommt doch kein normaler Mensch drauf. Eine Mutter zu mir gerade. Denkst du, meine Tochter kann kurz zu Bibi ins Nagelstudio oder wird sie dann wütend? Und die viel wichtigere Frage dabei ist eigentlich, warum darf Julenko nicht auch ins Nagelstudio? Ist das so ein elitäres Nagelstudio und Julenko muss draußen warten? Ist da vorne so ein Schild? Entschuldigung, wir müssen draußen bleiben. Vor allen Dingen, ich glaube ja, dass der das wirklich alles erlebt, was der tweetet. Das klingt immer so ausgedacht, aber es ist Julenko, was... Ich stelle mir gerade auch wirklich vor, wie die beiden dann in der Stadt sind und Bibi dann gerne mal ins Nagelstudio gehen möchte und Julenko dann, keine Ahnung, eine Stunde draußen rumstehen muss einfach. Dabei wird er dann andauernd angesprochen von irgendwelchen Leuten, die vorbeikommen. Der Arme, ich könnte ein bisschen Mitleid mit ihm haben. Hab mir eine neue Zahnpasta im Internet bestellt. Möchte jemand noch eine unnötige Info haben? Oh ja, bitte. Wobei, er hat ja sein Wort erfüllt. Der Tweet, wo er sagt, dass er auf dem Klo sitzt, der kam ja danach zeitlich. Also ich meine, zu seinem Wort steht er immerhin. Aber welcher Mensch kauft Zahncreme im Internet? Wer denkt sich, oh, dieser Drogeriemarkt meiner Wahl da vorne, 900 Meter. Puh. Nee, Internet. Dieses ganze Zahnpasta-Regal, es hat nichts für mich zu bieten. Oh nein. Ich bestelle auch bei meinen Duschschaum nur noch im Internet. War nur ein Witz, ich kaufe natürlich Bilou.
Keine Sorge. Mein Bauch hat gerade geknurrt und ich war voll in Gedanken und dachte, mein Handy hat vibriert. Schlauer Julian. Das Leben eines Social-Media-Menschen. Wenn deine Social-Media-Bedürfnisse über deinen körperlichen Grundbedürfnissen stehen. Oh, ein Anzeichen meines Körpers. Ist das etwa Twitter? Nein, iss was, sonst stirbst du. Von Likes kann man sich auch nicht ernähren. Wobei... Doch, eigentlich schon. Ich meine, die führen immerhin dazu, dass er immer ganz viel zu essen auf dem Tisch hat. So sieht er zwar nicht aus, aber... Hab mich gerade aufs Klo gesetzt und dabei ist die Klobrille zerbrochen. Kein Spaß. Also, folgendes. Entweder habt ihr in eurer bonzigen Luxusbude eine richtig schlechte Klobrille gekauft. Da würde ich mich aber ordentlich beim Hersteller beschweren. Es gibt eigentlich 2 Jahre Gewährleistung drauf, ne? Ich würde mich mal wirklich melden. Vielleicht hast du den Kassenbon noch so, dann kann man das eigentlich eintauschen. Oder Julienko ist ein Scheinfettsack, der eigentlich ganz dünn aussieht, aber richtig viel wiegt. Was ist es ja? Ich war... Vor allen Dingen 2 seiner Tweets aus diesem Video handeln von Klogängen. Ich merke, der Ausscheidungsprozess nimmt in Julienkos Leben eine große Rolle ein und er denkt sich, das muss ich allen Menschen mitteilen. Wer kann es ihm verübeln? Wir wollen alle mehr davon wissen. Bitte nicht, Julienko, er macht's wirklich. Mach bitte nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von seinen Tweets. Kein Tweet, in der er irgendwie Bibi mit irgendwas beworfen hat oder... fertig gemacht hat oder gezwungen hat, Videos zu machen. Der Teufel wird harmloser, ja. Er beschäftigt sich mit Nichtigkeiten wie seinem Klogang. Gut, er hatte auch die OP, aber das hat ihn jetzt auch nicht davon abgehalten, irgendwie, keine Ahnung, Videos zu machen. Julienko, ich erwarte mehr in Zukunft, ja. Aber das war's an dieser Stelle erstmal wieder mit den geistigen Ergüssen eines Julienkos auf Twitter. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und schreibt mir eure Meinung zu diesen Gedankengängen, zu diesen philosophischen Äußerungen gerne in die Kommentare. Und vielleicht können wir im Kommentarbereich noch ein wenig weiter philosophieren. Danke, Julienko. Irgendwann wird er Deutsch- und Geschichtsbüchern stehen als genialer Denker. Das wird grauenhaft. Hier gibt's jetzt für euch noch eine schicke Endcut mit noch einem Video, was euch interessieren könnte. Und hier könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, bis morgen beim neuen Video. Tschüss.